kannst du das sogar noch überleben. Das habe ich mittlerweile beschädigt, das ist gut, dann kommen da keine Wunder mehr raus. Da habe ich keinen Bock, nehme ich keinen Bock drauf. Gut, dann gucken wir mal auf die Mission, was wir alles so haben. Ja, erobere das Land. Keine Sachen hier. Erreiche einen Bevölkerungsteil von. Lagere alle Felder auf fruchtbarem Boden an. Bewässere jeden Tag deine Felder. Ja, wirke ein Wasserwunder, das ist ja... Nicht angreifen. Greife nur im Schutz der Dunkelheit an. Städte gewaltsam erobern. Wie kann ich denn ohne anzugreifen... Das mache ich mal anders. Gewaltsam übernehmen 4 Stück. Okay. Sammeln. Und besiegt 10 Truppen. Das wird... Wieso ist denn hier umgekippt? Oh Mann. Und was haben wir an sonstigen? Die Nahrungsmittelknappheit. Verbinde 3 Städte mit Straßen. Wir haben eine Stadt erobert. El Amarna ist an die Verbannten gefallen. Dieser Verlust bedeutet nur, dass ich fortan auf die Feinde der Stadt verzichten muss. So, jetzt brauche ich bekehrter Baumeister. Nie Lebensmittelknappheit, das ist nicht gut, wenn dann da doch irgendwo Lebensmittelknappheit herrscht. Deshalb wird jetzt erstmal noch ein Feld gebaut. Ob das geht, nie anzugreifen? Ich bezweifle es irgendwie. Okay, mal sehen, was die haben wollen. Hallo. Wir brauchen etwas Besonderes für unser Ritual. Aber wir haben vergessen, was? Bring uns verschiedene Dinge. Wenn wir sehen, was wir brauchen, fällt es uns wieder ein. Ja, bring ihnen so viel du tragen kannst. Auf dieses Ritual bin ich echt gespannt. Ich glaube, das könnte bei 3 Frauen ein Mann sein. Ich probiere es einfach mal. Ich krieg den ja am Ende dann eventuell wieder. Mal sehen. Er ist süß. Oh ja, seht ihn euch an. Etwas alt, aber immer noch hübsch anzusehen. Oh ja. Aber etwas zu alt für unser Ritual. Ich sag euch was, Mädels. Ihr wisst nicht, was ihr verpasst. Ich will ihn wieder haben. Dann eben nicht. Okay. Ich brauche wahrscheinlich einen 18-Jährigen. Die Verbannten rücken weiter in unser Reich vor. Ja, ich brauche einen jüngeren Mann. Am besten gerade 18 geworden. Aber dafür brauche ich noch einen Moment. In der Zwischenzeit kann ich ja mal hier was versuchen. Das sieht nicht so gut aus für die Hütte. Ich muss ein Regenlied spielen, aber der Rhythmus ist zu kompliziert. Wenn es nicht bald regnet, brennt der Vulkan meine Hütte nieder. Folge meinem Rhythmus und lass uns Regen machen. Schnell, Gebieter, imitiert die Schlagfrequenz und helft diesem braven Mann. Jetzt bist du dran. Fertig? Los! Großartig, Alter! Voll groovy! Weiter geht's! Voll groovy, wenn dein Haus in Gefahr ist. Jetzt bist du dran.
Fertig? Los! Klasse, Alter! Der Beat war cool! Mhm. Jetzt bist du dran. Fertig? Los! Großartig, Alter! Voll groovy! Weiter geht's! Ach, der jetzt war bist einfach. Du dran. Fertig? Los! Der Beat ist stark, du rockst! Aha. Das war's schon? Ihr wollt euch also nach Norden ausbreiten. Ich muss zu meinem... Kommt nur, auf dass ich beenden kann, was ich in eurer Heimat begonnen habe. Was hält jetzt? Oh, Angriffsglocken. So, Mist. Ich muss mich mal auf der Wand finden. So, auf jeden Fall. Dann hier ist auf. Damit habe ich meine Aufgabe erledigt. Kann aber sein, dass zwischendurch mein Volk vernichtet wird. Wir haben meine Hütte vor dem Vulkan gerettet. Hier ist ein bisschen Tribut. Jetzt muss ich meine Partituren überarbeiten. Krieg ich noch was? Gut gemacht, Herr. Ich glaube, 10 habe ich für ein neues Dorf bekommen. Ja, jetzt hör auf. Komm schon. Ich will weitermachen, verdammt. Irgendwas stimmt da nämlich nicht. Die Verbanden verbergen sich nicht in den Schatten. Wenn sie weiter vorrücken, werde ich wütend. Hm. Oh, ein Katapult. Wie war das mit niemals angreifen oder sowas? Darf man sich da verteidigen oder? Das auch nicht. Was auch immer du da hast. Auf deine Puppe. Ja, lass die mal da liegen. Wir haben nämlich ein Problem. Ich hoffe mal, du erkennst das selbstständig. Was zur Hölle? Oh, jetzt kommen die alle angerannt. Ah, klasse. Natürlich genial. Nein, 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 keine Feuerpfeile, verdammt. Ja, toll, das Problem ist jetzt, dass mein Kreatur tot. Und wenn ich Pech habe, greifen die gerade an. Vielleicht auch nicht. Ich wollte jetzt schon das Mückenwunder haben. Die wollte ich keine schlechte Idee. Und das den Einflussbereich ziemlich vergrößert. Das kostet eben jetzt mal so viel. Deswegen will ich diesmal nichts verschwenden und hau das einfach nur dahin, damit die das selber bauen können. Jetzt kann ich mich ja langsam mal nach einem 18-Jährigen umsehen. Kinder dürfen ja eigentlich schon irgendwo rumrennen haben, oder? Keine Kinder? Was ist das denn? Wieso dann keine Kinder? Echt verrückt. Wieso haben wir denn keine Kinder hier? Ja. Eieiei.
ist, könnte man das eigentlich... Moment. Haben wir nicht den Anfang, haben wir nicht, oder? Land neu starten, ja, das können wir nochmal machen, weil dann kann ich nämlich versuchen, mit dem Ganzen nicht angreifen da. Also, das kann ich dann zumindest mal versuchen. So viel... Das heißt ja nicht, kann ich das abbrechen? Als nein, mal wieder nicht. Als die Azteken zuletzt auf Griechen trafen, erlebten sie unsere Schwerter und Vulkane. Und die Prophezeiung? Die Stämme bestimmen ihr Schicksal selbst. Und dieses Mal wird das eure die Vergessenheit sein. Also, um jetzt nochmal zu erklären, warum ich das neu anfange, ich versuche das mit dem Nicht-Angreifen hinzukriegen, was bedeuten würde, einfach meine Kreatur zurückhalten und dann, meine Kreatur die ganze Zeit zurückhalten und keine Armeen. Und die laufen ja... Nein, ist doch nicht das Spielzeug, das da bitte. Also, die Armeen sind ja die ganze Zeit hier hingelaufen. Und dann wieder hierhin und dahin und so weiter. Und irgendwie gab es dafür ja keinen richtigen Grund, warum die da so rumgerannt sind. Ohne was zu... Was sollte das denn jetzt... Wieso hat er verdammt nochmal... Das gibt's doch nicht. Da hat er jetzt einfach die Bäume angezogen. Warum? Hat er ein Tier angegriffen oder was? Da löschen sollst du. Vielleicht kannst du noch gerade nochmal ein paar neue... neue Bäume pflanzen. So, also ich versuche das jetzt immer echt mit dem Nicht-Angreifen. Dann kann ich... Bekehrter Brüter. Ja gut, dann kann ich die Mission mit dem... Bekehrter Kreatur Brüter. Irgendwie viel Armeen. Wird dann nicht laufen. Aber im Endeffekt ist das ja dann nicht ganz so schlimm. So. Der Altar. Altar baue ich. Ein bisschen drehen. Hier. Ein Feld. Felder nur auf fruchtbarem Boden. Dahin. Häuser. Kommen, damit es beeindruckend wird. Nach da oben. Die kommen nach da oben. Häuser dann fertig sind, dann sollte auch der Kinderwunsch kommen, dann können die Brüter mal an die Arbeit gehen. Gut, das Gehege der Kreatur. Und dann muss ich hier nochmal ein bisschen Platz schaffen. Das Gehege der Kreatur. Und einfach hier an die Ecke. Und ein Tempel. Ich hätte noch warten können mit dem Gehege. Damit hätte ich noch warten können. Ist ja egal. So, jetzt wollen sie erstmal Nahrung haben, da die hier schon auf dem fruchtbaren Boden wächst. Da hatten wir doch gerade eben 73. 74, 75.